Ja, moin moin aus Stade. Hier präsentiere ich euch jetzt die Rune der neuen Woche. In der Runenwelt beginnt es ja immer auf dem Sonntag. Wir leiten das Ganze ein, habe ich mir überlegt, mit meiner kleinen Klangschale. Achtung, Moment. So. Ich habe sie auch schon gezogen. Die Leute, die sich damit noch nicht beschäftigt haben. Runen sind altgermanische Zeichen und jede Rune hat eine Bedeutung bzw. einen Bedeutungskreis. Und zwar, ich habe gezogen. Ach ja, und es sei erwähnt, ich richte mich dabei nach den 24 Runen des älteren Vortag. Ich habe für euch gezogen und auch für mich die Rune Eivas. Eigentlich habe ich meine Runen hier auf so kleinen, also selbst gemacht, auf kleinen Steinen, auch selber drauf gezeichnet, aber ja, auf dem kleinen Stein ist es, glaube ich, echt, ist schlecht zu erkennen. Und deswegen habe ich sie mal eben fix auf Papier gemalt. Das ist die Rune Eivas. Die Rune Eivas, ich bin ja ein Fisch, ne? Ich bin sehr intuitiv. Ich glaube auch nicht nur an diese Welt. Ich glaube, dass da unbedingt echt mehr ist. Also ich glaube jetzt nicht an Aliens oder sowas, ne? Aber wer daran glaubt, ist ja auch okay. Aber es ist nicht mein Glaube. Aber ich glaube, dass da wirklich mehr ist, dass alles Energie ist und dass selbst jemand, wenn jemand stirbt, glaube ich nicht, dass seine Seele stirbt. Ich glaube, die Seele lebt halt weiter. Und wie dem auch sei, das ist ja mein Glaube. Diese Rune will einfach sagen, dass es eine Verbindung zwischen zwei Welten gibt. Nehmen wir das jetzt mal oben als Himmel und unten als Erde. Dann ist das hier die Verbindung zwischen oben und unten, zwischen Himmel und Erde. Und ich nenne diese kleinen Striche, die hier so reingehen bzw. rausgehen, einfach so eine Art Widerhaken. Das heißt, die Verbindung zwischen oben und unten, zwischen Himmel und Erde bzw. zwischen den zwei Welten ist stabil. Die ist gefestigt. Die kann nicht verloren gehen, sozusagen sich nicht lösen. Und ja, die Rune Eivas ist die 13. Rune beim älteren Vortag. Sie ist eine Rune der Ordnung. Und da habe ich gerade auch schon, na was heißt geschluckt, aber das passt irgendwie für mich intuitiv nicht erstmal nicht so zusammen. So eine hochspirituelle Angelegenheit mit anderen Welten. Vermeintlichen. Und dann eine Rune der Ordnung. Das ist die Rune der Ordnung. Das ist für mich etwa eigentlich etwas Logisches und also so nehme ich das jetzt erstmal auf. Und ja, aber nehme ich das jetzt erstmal einfach so hin, gell? Übrigens ist die Rune Eivas, ich zeige sie nochmal, ich hoffe jetzt richtig rum. Ja. Die Rune Eivas, die ist auch mit dem Baum der Eibe zugeordnet. Und interessanterweise findet man diese Eiben ja sehr, sehr oft auf alten Friedhöfen. Da haben wir auch wieder das Thema Vergängliches und Leben, ja? Also wenn du einen Friedhof besuchst, dann bist du ja am Leben und begegnest dem Thema der Vergänglichkeit, der Sterblichkeit. Ja, das finde ich sehr bezeichnend. Und übrigens die Eibe, das habe ich mir irgendwann, als ich mich damit so doll auseinandergesetzt habe, gelesen, dass die Eibe, der Baum, wird irgendwann von innen hohl, der Baumstamm, und dann wächst in dem hohlen Baumstamm wieder eine neue Eibe hervor. Und es ist praktisch wie eine Puppe in der Puppe, die Eibe, ja? Es ist eine Eibe in der Eibe und so weiter. Und das finde ich total cool. Und ja, irgendwie versuche ich gerade den Bogen zu bekommen, denn ich mache ja, verbinde ja Endometriose und Runen zu Endometriose. Und vielleicht hilft aber das Sinnbild der Eibe, denn bei der Endometriose, so geht es mir zum Beispiel, oder ging es mir sehr, sehr oft, wird mir auch noch so weiter so gehen, dass ich dachte, hier geht es nicht mehr weiter, ja. Und dann ist es aber immer wie bei der Eibe gekommen, dass ich wieder etwas Neues zeigte. Also bei der Eibe kommt dann ja von innen wieder eine neue Eibe, wächst heran. Und so ging das jedes Mal bei mir mit der Endometriose, dass ich wirklich, wenn ich dachte, oh, ich bin verloren, was auch immer,
Point of No Return oder whatsoever, dann habe ich immer wieder irgendeinen Kontakt gehabt. Sei es, ich habe einen neuen Arzt getroffen oder eine neue Person im sozialen Umfeld oder wo auch immer. Eine neue Selbsthilfegruppe und wo ich neue Ideen bekam. Und es ging immer weiter. Also ich war dann vermeintlich ja doch nicht verloren. Das ist ja eh keiner. Ich glaube, das glaubt man dann immer nur. Und vielleicht schließt sich so der Kreis, ja, wenn ich Endometriose, diesen Prozess, den man da auch ist mit der Erkrankung, das ist ja eine chronische Erkrankung, ja, die hat man sein ganzes Leben lang. Und so finde ich, das hilft mir das auch gerade, wenn ich das mit der Eibe vergleiche, dass es von immer weitergeht und ja, man irgendwie wieder was Neues findet, wie bei der Eibe in der alten, wo dann die neue Eibe heranwächst. Ja. Ansonsten kann ich mit der Eibe, ich zeige sie noch mal kurz, ich selber kann mit der Eibe ja super viel anfangen. Ich bin ja ein Fisch, sehr intuitiv. Und ich glaube, wie ich das auch eingangs sagte, ich glaube eh nicht nur an diese Welt hier. Das ist, für mich ist das, glaube ich, eher eine Durchgangsstation und ja, weiß ich nicht. Und deswegen, das hat mir auch immer geholfen, wenn jemand von dieser Welt gegangen ist, also sein Körper gestorben ist, dann wusste ich zum Beispiel für mich immer, ja, aber die Energie, seine Seele ist nicht gestorben. Und ja, ich bin aber auch dem Schamanischen sehr zugetan. Also ja, schaut mal, was ihr mit der Eibe, mit der Eibe sag ich schon, Entschuldigung. Schaut mal, also diese Woche, die heute auf dem Ostersonntag beginnt, was ihr da mit der Rune Eiwas anfangen könnt. Also, wie gesagt, die Eiwas steht für die Verbindung zwischen zwei Welten. Und schaut mal, ob ihr da irgendetwas mit anfangen könnt. Ob euch das irgendwie hilft und ob euch das irgendwie inspiriert. Lasst es mich gerne wissen über die Kommentarfunktion. Liked mein Video. Abonniert mich. Folgt mir. Genau. Abschließend sei erwähnt, der Runenexperte ist Christopher Weidner mit der Geheimnisakademie. Und er startet jetzt im September 2022 auch wieder einen neuen Runenkurs. Ciao, ciao.